Business Model Canvas, ein Instrument, das für die Erarbeitung von digitalen Transformationsprozessen, von einer digitalen Business Strategy ein sehr hilfreiches Instrument sein kann. Aber auch ein Instrument, das schon zahlreiche Weiterentwicklungen, Neuadaptierungen, Anpassungen erfahren hat. Wir wollen uns da jetzt noch zwei so Varianten anschauen und eine dritte kommt in einem anderen Bereich nochmal vor und das ist sicher die berühmteste und die am weitesten verbreitetste Weiterentwicklung, nämlich der sogenannte Lean Canvas, den Ashmar Maurya entwickelt hat. Der hat da ein paar Komponenten vom Business Model Canvas herausgenommen und ersetzt durch andere, die er in seiner Entwicklung und seinen Erfahrungen für wichtiger erachtet hat. Das kommt in einem anderen Bereich nochmal vor. Zwei dieser Weiterentwicklungen, die ganz massiv auf das Thema digitale Rahmenbedingungen, Digitalisierung, digitale Transformation eingehen, sind auf der einen Seite der E-Business Generator von Tobias Kollmann und auf der anderen Seite der Digital Canvas, der schon im Namen trägt. Und die zwei wollen wir uns jetzt noch in weiterer Folge anschauen als Varianten vom Business Model Canvas. Was ist dieser E-Business Model Generator von Tobias Kollmann, der als Entrepreneurship Professor auch seine Erkenntnisse und Weiterentwicklungen damit eingebaut hat? Er hat gesagt, das ist einmal grundsätzlich, der ist auf die komplette digitale Wertschöpfung ausgerichtet. Das ist der Hauptfokus, der da drin steckt. Währenddessen ja mal einen Business Model Canvas grundsätzlich jetzt nicht nur für digitale Wertschöpfungsprozesse und Modelle anwenden kann, sondern im Grunde genommen eigentlich für alle. Das Zweite, was wichtig ist, dass es auch ein Instrument sein soll, das sehr wohl für Startups, das war ja so die Grundintention vom Business Model Canvas bei der Unternehmensgründung, bei der Ideenausarbeitung, bei einer Produkt- oder Prozessentwicklung, dass man das vom Startup verwenden kann, das Instrument. So soll der E-Business Model Generator genauso einsatzbereit sein, auf der anderen Seite aber natürlich auch für bestehende Unternehmen, dass die bei der Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen darauf zurückgreifen können. So aufgebaut, dass das in fünf Ebenen wie in einem Prozess dann durchgeleitet wird, wenn man den E-Business Model Generator verwendet. Und diese fünf Ebenen im Detail sind die Basisebene, die Angebotsebene, die Nachfrageebene, die Implementierungsebene und die Finanzebene. Und das hat der Tobias Kollmann, wie es sich dazu gehört, für sein Instrument natürlich auch in ein grafisches Bild gegossen, das sich so darstellt. Und da wollen wir jetzt noch schrittweise diese fünf Ebenen ganz kurz anschneiden, die er da hervorhebt und die so diese Struktur für das Erarbeiten darstellen sollen. Das erste ist einmal diese grundsätzliche Basisebene und das ist etwas, was ich ganz schön finde. Erstens einmal, dass in der visuellen Darstellung diese Basisebene ganz oben steht und nicht unten. Also sagen diese Basisebene ganz oben die Speerspitze mehr oder weniger rein optisch darstellt, aber etwas beinhaltet, was ganz oft vielleicht in solchen Prozessen zu spät vorkommt, nämlich diese grundsätzliche Frage mal zu beantworten. Sollte die Ausgangsfrage sein, man mag aber gar nicht glauben, wie vielen Entwicklungsprozessen das vielleicht viel zu spät erst gestellt wird, diese Frage, und da deswegen dann mögliche Digitalisierungsprojekte auch scheitern könnten. Sagen, welches Problem kann mit Hilfe von elektronischen, von E-Business-Geschäftsprozessen besser gelöst werden als mit bereits bekannten, vorhandenen und elektronischen Lösungen, die da sind? Und wofür sind auch Kundinnen bereit zu zahlen? Und zwar von Anfang an für diese digitale Problemlösung zu zahlen. Und das ist etwas, was gar nicht, wenn man das ganz, ganz ernst gemeint, diese Frage betrachtet, diskutiert und dann auch beantworten möchte, was gar nicht so leicht ist, wie es auf den ersten Blick ausschaut, nämlich tatsächlich zu sagen, ist die Lösung, die wir jetzt da anstreben, die digitale Lösung, eine bessere Lösung als die, die es bisher gab? Werden die Kundinnen bereit sein, dafür Geld in die Hand zu nehmen und dafür zu zahlen? Erkennen sie auch den Mehrwert? Und oft ist es tatsächlich so, dass Prozesse in Gang gesetzt werden, rein der Digitalisierung willen, weil jetzt alle digitalisieren, weil jetzt das muss sein und da könnte man doch, und vielleicht wäre es gescheit, diese Frage vorweg einmal wirklich intensiv zu diskutieren. Ist es besser? Wie wäre es denn besser? Wofür würden denn Kundinnen bezahlen? Und wie kann denn die Ergänzung unseres Geschäftsmodells erfolgreich sein? Das ist wirklich diese Basisebene, dass man sich über die geplante Geschäftsidee in einem digitalen Geschäftsprozess und Wertschöpfungsprozess einmal diese Fragen stellt. Wie schaut der Digitalisierungsgrad aus? Wie schaut der Innovationsgrad aus? Welche Bereitschaft für eine Monetarisierung ist da? Nämlich wie massentauglich, wie bringt man es in die Breite, wie skalierbar ist es? Und ist es auch nachhaltig und ist es durchaus auch expansionsfähig? Also, dass diese Fragen einmal grundsätzlich beantwortet gehören. Dann kann man in die zweite Ebene hineingehen und die zweite Ebene beinhaltet eigentlich zwei Ebenen, nämlich auf der einen Seite die
Angebotsebene, dass man sich mal überlegt, okay, welche Dinge kann ich denn, welchen Mehrwert kann ich denn in einer digitalen Art und Weise, in einer Form eines digitalen Produkts, in Form eines digitalen Services über unterschiedliche Plattformen anbieten, die Angebotsseite. Und da, der gegenüber steht natürlich die Nachfrageseite. Also muss ich auch die Nachfragepositionen, die potenziellen Zielgruppen genau anschaut, die mal identifiziert, die Probleme und Bedürfnisse, die die haben, beleuchtet, herausarbeitet und dann sogenannte Profile auch erstellt und diesen Fit von Angebot und Nachfrage mal erzeugt. Und man erkennt da jetzt schon sehr gut auch durchaus die Struktur des Business Model Canvas, auf dem der natürlich auch aufbaut, dass man sagt, okay, in der Mitte steht dieses Nutzerbedürfnis, das Nutzenbedürfnis ist der Mehrwert. Das ist sozusagen diese Kategorie des Was, das war die Basisebene. Dann hat man die Seite, wen betrifft es, nämlich welche Kundinnen, über welche Kanäle und welches Angebot braucht es dafür und welche Ressourcen brauchen wir und wie können wir das? Und das ist dann die Überleitung auch zur nächsten Ebene, wenn man sich sozusagen diese Überlegungen gemacht hat zur Zielgruppe und zu den Marketinginstrumenten und den Kanälen, nämlich wie implementieren wir das Ganze? Das heißt, die Implementierungsphase, die Implementierungsebene hätte vielleicht so aus der Angebots- und Nachfrageebene das Ziel auch, dass daraus vielleicht so eine One-to-One-Phase-Kommunikation, ein One-to-One-Marketing wird, ein One-to-One-Produkt oder eine Dienstleistung, das heißt wirklich auf die ganz individuellen Bedürfnisse und das ist etwas, was man ganz stark merkt, auch im Sinne der Skalierbarkeit, trotzdem die Individualität zu erhalten, das heißt, dass Kundinnen natürlich gerne individuelle Produkte hätten, etwas optimieren, anpassen, modellieren können, das aber nicht dazu führt, dass lauter Einzelprodukte erzeugt werden, sondern die durch einen digitalen Prozess natürlich möglichst einfach trotzdem erarbeitbar und produzierbar sind. Und das muss dann in die Umsetzung gebracht werden. Deswegen die Implementierungsebene, das heißt die Überlegung, okay, wie kriege ich das in Form eines Projektes umgesetzt, wie kriege ich diese Digitalisierung vorangetrieben. Heißt, dass ich mir Gedanken mache, wie kann ich Technologien einsetzen, wie kann ich Geschäftsprozesse digital aufstellen und wie wird auch mein Produkt, mein Service benannt? Jetzt eine Frage, wo man sagt, naja, warum kriegt die so viel Gewicht? Aber es ist durchaus eine ganz spannende Geschichte, dieser digitale Geschäftsname. Wie wird es benannt? Ergänzt es, ersetzt es? Ist es etwas, was parallel läuft? Hat es einen eigenen Namen, sodass es auch von Kundinnen und Kunden identifizierbar ist als digitale Lösung und auch gekauft wird? Das heißt, das ist die Implementierungsebene. Und last but not least, und da, wenn man sich so den Business Model Canvas nochmal herruft, dann ist so der unterste Bereich das was bringt und was kostet, also die eigentliche betriebswirtschaftliche Ebene, und das gibt es hier auch beim Business Model Generator mit der Finanzebene. Also einfach zum Schluss nach der Erarbeitung über die Basisebene, Angebots- und Nachfrageebene und Implementierungsebene sich natürlich parallel, und auch das läuft natürlich in Kreisläufen nicht ganz strikt und stur hintereinander, sich die Frage zu stellen, okay, wie kann das betriebswirtschaftlich dann auch laufen, auf den Markt gebracht werden und erfolgreich sein und bleiben. Das heißt, Ertragsmodelle, Erlösmodelle, Preismodellvarianten und natürlich dahinterliegende Kostenstruktur. Ja, so viel zum Business Model Generator als eine Variante vom Business Model Canvas. Und eine zweite, die ganz spannend ist, weil es schon im Namen trägt, der Digital Canvas, der beruht auf einer Entwicklung, auf einer sehr, sehr intensiven, groß angelegten Studie von zwei Kollegen des Entrepreneurship Hubs der TU Braunschweig. Und die haben sich angeschaut, was braucht es denn wirklich mit dem Fokus auf digitale Geschäftsmodelle an Adaptionen für den Business Model Canvas und sind auf einige Punkte draufgekommen, die sie herausgearbeitet haben, herausgefiltert haben. Und da sind so Dinge drinnen, die sich angeschaut haben, wie passen diese Dinge digital und analog, hybrid, wie passen die Sachen zusammen? Wie geht die zeitliche Fristigkeit von digitalen Entwicklungen? Wie kriegt man die da hineingebracht? Die Rahmenbedingungen, auch die Kompetenzen, die dafür notwendig sind, um sowas zu arbeiten. Und haben das in den sogenannten Digital Canvas gegossen. Und dieser Digital Canvas beginnt jetzt bildlich gesprochen, sehr interessanter Business Model Canvas, hat das Nutzenversprechen sozusagen als zentrale Säule. Der Digital Business Canvas beginnt in der Mitte mit dem Kunden. Das heißt, der Fokus ist auf den Kunden und rund um den Kunden, dieser erste Kreis, beleuchtet einmal diese Fragestellung des Problems und des Bedürfnisses und welchen Mehrwert die Lösung für dieses Problem, für dieses Bedürfnis bietet. Und da erkennt man, egal welche Varianten eigentlich eines Business Model Canvas da sind, dass die Begrifflichkeit und die Felder
doch sehr ähnlich sind, vielleicht anders angeordnet und immer da den einen oder anderen Parameter noch dazu genommen oder dazu beleuchtet. Aber so dieses Grundgerüst ist sehr, sehr ähnlich. Das heißt, rund um Kunde, Kundin, das Problem, Bedürfnis und den Mehrwert einmal zu beleuchten und zu identifizieren und darzustellen. Und dazu gibt es dann im Kreis rundherum zwei große Dinge, die zur Verfügung stehen. Das eine, und das ist etwas sehr Spannendes, was du was ergänzt und sehr, sehr prägnant hervorgehoben wird, das sind die Daten und die Werte, die da sind. Also dass das digitale Businessmodell ein sehr datengetriebenes Businessmodell ist, ist klar, aber dass das auch da wirklich ganz, ganz in den Fokus rückt. Das heißt, einen eigenen Bereich sozusagen bekommt. Und auf der anderen Seite die Ressourcen, die sonst über die Daten und die Werte hinaus zur Verfügung stehen. Auch die Kompetenzen, die in der Organisation vorhanden sind. Menschlichen Ressourcen, die in Richtung Digitalisierung gehen. Das Digital Literacy, das Thema. Die Kenntnisse, die dazu notwendig sind. Und alles andere, was darauf natürlich aufbaut. Das heißt, diese Kreisformation ist eingebettet in eine Matrix aus vier Bereichen. Und also rechts oben anfängt, dann ist das die Organisationsstruktur, die zur Verfügung steht. Da sind natürlich auch die Ressourcen drinnen. Rechts unten des Kastels ist die Anpassungsfähigkeit. Das schließt ganz stark jetzt die Rahmenbedingungen, den Markt, die Dinge, die sich draußen tun, natürlich mit ein, dass man anpassungsfähig ist. Das heißt, wie ist unsere Anpassungsfähigkeit als Organisation neben der Struktur aus vorhanden und wie kann man damit dann natürlich auf Entwicklungen und Veränderungen auch reagieren. Klar, was nicht fehlen darf, ist in all diesen Modellen drinnen, ist auf der Seite dann das Thema der Ertragsmechanik und die Geschichte der Kosten und der Erträge und der Gewinne oder dem, was bringt's, die Fragestellung. Und dann, was im Digital Canvas drin ist, als eigener Bereich, dann der Bereich, das Thema des hybriden Produkts. Also es gibt nicht mehr nur das Analoge und nicht mehr nur das Digitale, es gibt ganz viel an hybriden Produkten und auch wenn es so ausschaut wie hybride und digitale Produkte, hat es trotzdem eine Überlappungsebene. Also auch die Lösungen, die digital sind, da sind, ergänzen, ersetzen, unterstützen ein analoges Produkt. Das heißt, es geht um die Beleuchtung dieses hybriden Produkts. Und den Rahmen für diesen ganzen Digital Canvas, den stellen vier so große Bereiche dar. Das heißt, dieser Blick nach außen, welche Technologien und Trends tun sich da auf? Wie schaut die Marktstruktur aus? Wie schaut die Industrie? Wie schaut die Branchenlogik aus? Welche gesellschaftlichen Entwicklungen gibt es, die darauf Einfluss nehmen können, auf das, was sie da gerade produzieren? Oder welches Problem und Bedürfnis wir für welche Kundinnen und Kunden lösen? Und wie schaut die Regulatorik aus? Das heißt, welche Regularien gibt es? Und es gibt so vier Aktivitäten, die dieser Digital Canvas ganz stark in den Fokus nimmt, nämlich einerseits zu identifizieren, zu variieren, zu innovieren und zu prägen. Das heißt, Dinge von außen betrachtet oder Veränderungen wirklich in den Fokus zu nehmen, diese anzusprechen, zu identifizieren, die Anpassungsfähigkeit ausleben zu können, das heißt zu variieren, Dinge zu innovieren im Sinne der Weiterentwicklung und auch der Neuentwicklung. Das heißt, da wirklich über das Thema der Erfindung, der Ideen, der Erfindungen in Richtung Innovation zu gehen und dann auch Dinge zu prägen. Das heißt, diese Zuschreibung als Organisation, als Unternehmen oder als Person zu bekommen, dass man wirklich in dem digitalen Businessbereich gut unterwegs ist, dass man dem den Stempel aufdrücken kann, dass die Lösungen eben nicht nur so vielleicht hingeworfene sind, weil es digitale Lösungen braucht, sondern dass die auch durchdacht sind, dass sie funktionieren, dass sie ein Kundenproblem und ein Bedürfnis lösen. Und jetzt eigentlich grundsätzlich komplett egal, mit welchen Instrumenten man arbeitet, wichtig ist, dass man solche Instrumente so einsetzt, wie sie auch gebraucht werden können und sich dann auch intensiv damit beschäftigt. Das heißt, gerne mal für eines entscheiden oder mehrere auszuprobieren, vielleicht sogar in der Weiterentwicklung, genauso sind ja diese Varianten auch entstanden, vielleicht sogar etwas Eigenes fürs eigene Unternehmen draus zu machen, aber in die Tiefe gehen und nicht das Ganze immer nur oberflächlich zu betrachten. Dann können diese Werkzeuge wie ein Business Model Canvas, ein E-Business Generator oder ein Digital Canvas und andere Varianten sehr gut einer Organisation, einem Unternehmen bei der Entwicklung, Weiterentwicklung und beim Weg in eine digitale Geschäftsmodellzukunft unterstützend zur Verfügung stehen.